Lass ich ihn halt nach vorne schauen. Ja. Achtung. Aha. So, töten wir den da unten? Ja, töten wir den. Er stört uns noch hier vorne. Vielleicht hätte ich die da auch töten sollen. Die zwei da noch. Ich gehe mal rüber und töte schnell. Das muss, glaube ich, machbar sein, dass ich da einfach rüberlatsche. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Eigentlich sind es nur mehr die zwei da unten. Genau, der Rest schaut nicht her. Die zwei schauen nicht her. Der schaut her. Nein, auch nicht. Okay. Und zwar jetzt, wenn beide nicht her schauen. Schaut der denn an? Nee. Also jetzt, wenn die zwei da jetzt eigentlich sich nicht decken, müsste ich einfach mal den einen töten und dann den anderen töten. Bin schon weg, Sir. Aha. Ich fahre nur um eine Spur zu langsam. Kinderspiel. Sache. Grüß. Gibt's irgendwas vielleicht? Meine was Sache. Zum Mitnehmen? Ich bin immer einer, der alles gründlich machen muss. Gut. Das ist so mein Ding. Schuss haben wir schon genug. Uniformen haben wir auch genug. Na klar. Brauchen wir nicht mehr? Okay, gut ist. Wir speichern auch mal, ob der normale Spielstand erliegt, dass ich mal hier irgendwie einen Speicherfehler mache. Was nämlich durchaus passieren kann bei solchen Spielen. Man kann nämlich mal hier aus Versehen zum Beispiel auf Speichern drücken. Gut. Dann schaut es schlecht aus. Wir geben jedem mal so eine Waffe mit, vielleicht kann man die brauchen, ich weiß auch nicht. Mhm. Aha. So, den Rest macht jetzt der Marine oben. Jetzt kann ich nämlich hier die Leute töten, ohne dass mich jetzt hier jemand sieht. Bin unterwegs. Wow. Noch mehr Scharfschützenschuss. Kann der Scharfschützenmunition verwenden? Hm? Ja. Nee, kann er nicht. Ich weiß nicht, wer das verwenden kann. Ich muss mal schauen, vielleicht der Marine, vielleicht der Pionier. Bin unterwegs. So, weg da, Fliege. Fliege im Street, in der Aufnahme hatte ich bis jetzt auch noch gar nicht. Bin unterwegs. Ja. So, du da. Ja. Runter wieder. Und wir schauen halt, wen ich als nächstes hier ablenke. Achso, den da oben. Nein, ich lenke jetzt mal. Was war denn da los? Wow. Wird sofort erledigt. Wer war das? Wer hat mich jetzt gesehen? Also irgendwer ist hier ein... hat hier einen höheren Dienstgrad als ich. Oder zumindest einen gleichen Dienstgrad wie ich. Der vielleicht? Oder der vielleicht? Ich weiß nicht. Wie Sie befehlen. Bin unterwegs. Ich muss hier aufpassen, es gibt jemand hier mit einem höheren Dienstgrad oder mit einem ähnlich hohen Dienstgrad wie ich. Was quasi bedeutet, ich kann den nicht ablenken. Kinderleicht. Unterwegs. Das heißt, ich werde ihn wahrscheinlich bestehlen müssen. Jetzt gehe ich mal mit dem Dieb hin und versuche ihn zu bestehlen, wenn das geht. Ja. Ich
muss sagen, ich komme jetzt wesentlich schneller voran als vorher, nachdem ich jetzt auch weiß, wie man Leute töten kann, lautlos. Kinderleicht. So, okay, gut. Also, wer war hier der... Bereit. Ach, der sieht den, das ist ein bisschen ein Problem. Jagen wir hoch. So, geh du auch mal rauf. Das ist es. Ja. Mach ein kleines Meeting. Okay. Geh rauf, Mann. So. Und zwar möchte ich aber nur mit dem Fernglas schauen, welche Dienstgrade es hier oben gibt. Okay. Ich habe ein Fernglas bei mir. Mit dem Fernglas kann ich ja Leute anschauen und dann okay. bekomme ich die Information, welchen Dienstgrad das die haben. Ja. Wenn ich sie denn sehen würde. Okay. Doch, doch, ich muss sie bald sehen. Von hier aus, glaube ich, geht das. Dienstgrad Offizier, Pistole, verlässt Position. Ja, ein Offizier. Ist das was Höheres? Ja, das ist, glaube ich, gleichgestellt, deswegen erkennt er mich. Was hat der da unten? Soldat, was hat der Typ, den ich bestehlen muss? Das heißt, der hier pusht mir rein. Schaut den an, bitte. Ein Dienstgrad, Leutnant. Ein Leutnant. Gut. Das heißt, ich muss mich dahin bewegen, wo mich der nicht sieht. Okay. Ich glaube, der Leutnant ist es nicht, der mich jetzt entdeckt, sondern es ist dieser Offizier von da hinten. Der hat den höchsten Dienstgrad, glaube ich. Ja. So. Dann gehen wir den mal aus dem Weg. Ich hätte natürlich auch von der Seite kommen können, jetzt von da unten. Wollen sie noch Hunde drin? Wie Sie befehlen. So. Ah ja. Ich glaube, der Marine wird der hilfreichste hier sein in dem Spiel. Ja. Der kann auch gar nicht so lang klettern. Da hat er auch so eine Art Anzeige. Wird sofort erledigt. Weil ich ihn sehe, töte ich den? Ja. Wir nehmen die Munition mit. Bin unterwegs. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den nicht hätte jetzt hier mal schnell wegschleppen müssen. Wie Sie befehlen. Weil ich glaube, auch den zweiten muss ich wegschleppen, damit der ihn nicht sieht. Sieht er soweit? Bin unterwegs. Fast, oder? Ja, fast, aber nicht ganz. Aha. Ja. Nein, nur das Messer. Gut ist. Okay, und jetzt muss ich schauen, wie ich den halt bestehle. Ohne dass mich der jetzt sieht da oben. Ja, ich kann schon mit dem Spion. Bin auf dem Weg. Wenn ich das richtig interpretiere, kann ich mit dem Spion den ablenken, ohne dass mich jetzt jemand sieht. Das ist mein Ding. Hauptsache, der Typ da unten sieht mich nicht. Ich darf nicht in dem Sinne engen Sichtradius. Dann würde ich nämlich den hier. Ja. Okay. Auf geht's. Soll ich den auch noch töten? Ja. Why not? Töten wir den auch noch. Ich glaube, hier hinten sieht er mich nicht. Noch ein bisschen verweilen und dann töte ich den und naja, der
er sieht ihn halt immer. Allzeit bereit. Bin mir nicht sicher, ob der jetzt nicht gleich feststellt, dass ich jetzt hier ein Schlechter bin. Zu Ihren Diensten. Achtung! So, jetzt ist besser. Sie ist ja nicht irritiert, weil der würde... Irgendwann, glaube ich, hätte er gemerkt, dass ich nicht zu ihm gehöre. Bin bereit. Sie ist die Frage... Nein. Wo ist er? Hier vorne ist noch einer. Eigentlich will ich den ja nur bestehlen. Jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert. Und zwar dann, wenn der sich jetzt umdreht. Ich könnte mich hinter dieser Säule verstecken. Ja, ich könnte, wenn ich wollte. Bin schon da. Ja. So, jetzt werde ich mich jetzt hier hinter dieser Säule verstecken und ihm bestehlen. Zwar, wenn er nicht herschaut. Bin schon da. Ja. Kinderleicht. Ja. Wir nehmen den Schlüssel mit. Die Kleidung werde ich... Ich kann ihm die Kleidung vom Leib stehlen. Schneller. Fast. Aber es klappt. Okay, es funktioniert. Ich kann ihn bestehlen und muss mich halt wieder weg. Na. Bin schon da. Unterwegs. Er geht auch ziemlich schnell. Lustig, aber schnell. Verstanden. Unterwegs. Wow, ist er mich fast gesehen? Okay, also ich muss schon aufpassen. Ich glaube, ich muss ihn stehlen und dann rechts rumgehen. Ich speichere nicht, ich will nicht, dass ich jetzt hier irgendwie... Gute Idee. Kinderleicht. Verstanden. Der ist voll schnell, der Kleine. Und wendig. Ja. Okay, ich habe jetzt die Schlüssel gestohlen, ohne ihn zu töten. Ich glaube, das ist okay. Ja. Oh, ich muss ihn nicht alle hier erwischen. Ah ja. Okay. Gut. Auf geht's. So, du gehst jetzt mal rauf. Herr Marine. Aha. Okay. Gut, jetzt ist die Frage, ob ich auf hier die Leiter runterklettern sollte. Oder nicht. Wo sind die Gefangenen? Finden Sie, retten Sie alle alliierten Leute. Die sind da drin. Öffnen Sie das Hangartor. Ist auch da drin. Fliegen Sie mit dem U-Boot. Ist auch da drin. Stehlen Sie ein Fahrzeug. Warum soll ich das tun? Verstehe ich, warum ich ein Fahrzeug stehlen soll? Zu Befehl, Sir. Ich gehe mal einfach jetzt im Fahrzeug stehlen. Na klar. Gut. Kann er da rüber klettern? Nein, es steht da drin. Erledigt. Warum soll ich im Fahrzeug stehlen? Nein. Schicken wir den Kleinen, der ist der schnellste. Dann sollen wir da rüber gehen. Okay. Und das Fahrzeug stehlen. Okay. Kann sich einen gefallen lassen oder so? In der Zeit. Kann er. Wow, der läuft schnell. Kinder leicht. Also wenn ich jetzt irgendwo mal schnell hin muss. Unterwegs. Der kann das. So. Okay.
Cool. Ja. Aussteigen? Ja. Aussteigen? X. In der Zeit. So, jetzt habe ich ein Fahrzeug gestohlen. Was hätte ich damit machen sollen? Steht hier ein Fahrzeug. Ich habe es auch gestohlen. Gut. Dieb hat Fahrzeug gestohlen. Klassisch. Wozu auch immer. Retten Sie alle alliierten Seeleute. Das ist, glaube ich, eher, worauf ich mich hier konzentrieren möchte. Ja. So, Marine. Wer ist Nein. da? Green Beret. Gasmann. Aufstehen. Aha. Und loslaufen. So. Bereit, Sir. Also, ich muss jetzt da rein in dieses Gebäudekomplex hier. Mann, ist der schnell. Erledigt. Der Dieb. Jetzt ist die Frage, außenrum oder nicht? Wäre natürlich leichter gewesen, wenn ich jetzt direkt oben über das Dach drüber gegangen wäre. Ich glaube, das mache ich jetzt auch, weil sonst muss ich mich hier durchkämpfen bei diesen Leuten. Ich kann natürlich auch da in diese Gebäude mal rein, schauen, wie es denen alle geht. Grüßen, hallo, hallo. Bin mir nicht sicher, ob die nicht sehr hohe Dienstgrade haben, die hier da so herumstehen. Ich glaube nicht. Ja, okay, ist die Frage, ich könnte jetzt natürlich... Hier oben ist noch einer. Wir gehen mal runter und gehen rein und schauen mal, was uns da drin erwartet. Ich gehe mal mit dem jetzt runter. Bin auf dem Weg. Die anderen lasse ich erstmal auf dem Dach, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht vom Dach eventuell runter muss. Also woanders hin, meine ich. Hier aus könnte es eventuell sein, dass ich von hier aus irgendwo schießen muss. Vielleicht ist das so eine Art Aussichtsplattform für mich. Wenn er läuft, ist er aufmerksam. Ja. Ja. Okay. Zieht mich jemand mit einem höheren Dienstgrad? Nein, oder? Nein. Alles klar, alles kein Problem. Wir gehen da mal rein. Ich habe das Gefühl, hoppla, in diesem Haus ist was drin. Das scheint mir so gut zu sein wie so ein Schuppen oder sowas. Das ist mein Ding. Na bitte, hier gibt es noch mehr Wein. Den nehmen wir mit. Ich habe auch eine Strickleiter. Ich glaube, ein zweites Ding brauche ich nicht. Eine Strickleiter. Mit der Strickleiter kommen ihre Leute in ansonsten unzugängliche Bereiche. Tastenkürzel E wählen. Sie sehen unter dem Begriff Ausrüstung aus. Um die Strickleiter einzusetzen, klicken Sie auf eine Mauer oder ein Fenster. Die Leiter lässt sich nicht von unten einsetzen. Um sie zu benutzen, halten Sie Hochstelltaste gedrückt und klicken Sie Leiter mit der linken Maustaste an. Sie können eine Strickleiter wieder einrollen, indem Sie die Hochstelltaste gedrückt halten und Leiter mit der linken Maustaste oben anklicken. Denken Sie daran, dass Sie die Strickleiter nur von oben einrollen können. Ah, jetzt habe ich so viele Sachen mit. Muss ich besser stapeln hier. Ich lasse die Waffe da. Ich nehme die Strickleister mit, das da und das Dosenfleisch. Ich glaube, die Waffe brauche ich nicht wirklich. Ich nehme das ganze Dosenfleisch da mit. Ich glaube, das war wichtig gerade, dass ich die Strickleiter von da genommen habe. Schauen wir mal rein, was es da noch gibt. Ja. Bahnhof. Was ist da noch? Nichts. Die warten hier, ne? Das ist mein Ding. Okay. Gut. Ich glaube, diese Strickleiter könnte mir noch sehr nützlich sein. Vielleicht kann ich da irgendwie von oben runter direkt irgendwo rein, wo ich bin müsste vielleicht. Ja. Der ist halt langsam voll. Ich müsste mal den Hund herpfeifen. Ah ja? Was ist das? Kann man irgendwas einschalten? Wir probieren das mal. Zu Ihren Diensten. Nein.
Das Schau, ist was mein in der Ding. Kiste drin ist. Fleisch. Das nehmen wir mit, weil vielleicht gibt es da einen Hund, den wir irgendwie... Erledigt. Wow, das wollen wir nicht. Okay, das ist... Hier kann man den Strom abstellen. Wenn man möchte. Aber möchte ja eh nicht, oder? Ich glaube, das muss ich nicht wirklich. Ich könnte hier wahrscheinlich ein bisschen elegant sein und versuchen, einen Strom abzustellen. Das dürfte nicht der hier sein. Doch, der hier ist es. Dann kann ich da hin und könnte wahrscheinlich, wie auch immer, irgendwas abstellen. Ich glaube, die haben die Mission so gemacht, dass man sie auf verschiedene Art und Weisen spielen kann, aber... Ja. Wir gehen da jetzt mal rein und schauen mal nach, was da drin ist. Wir speichern über den normalen Spielstand und schauen uns diese Anlage da drin an. Die müsste nicht etwas größer sein. So, speichern. So, ich glaube, die Anlage ist da drinnen auch etwas größer als man zuerst vermutet. Weg da, Fliege. Eine Fliege. Und den nervt, wo bin ich überhaupt? Da unten, okay. Also man hat verschiedene Ein- und Ausgänge hier. Ich frage, ob ich mit ihm überall hin darf oder ob es schon wieder so große Offiziere oder sowas hier gibt. Scheinbar nicht, aber ich werde alle töten müssen, damit ich überhaupt hier raus kann wahrscheinlich. Ihr seht nicht allzu easy, weil es doch sehr viele sind, doch da drin jetzt. Jawohl, Sir. Und da ich mit ihm ja nichts habe, womit ich töten kann. Ich kann nur betäuben. Zu Ihren Diensten. Ich habe schon sehr, sehr viel Ausrüstung mit mir. Nein, nein. Okay, was wäre jetzt eigentlich ein guter Eingang? Es gibt überall Türen hier. Jawohl, Sir. Die vielleicht, gleich die erste Tür hier hinten. Ich glaube nämlich, ich müsste mehrere Türen nehmen. Und wo ist überhaupt das Aufmachen vom Tor? Kann man die Tore aufmachen? Es muss hier drin irgendwo sein. Muss irgendwo einen Hebel geben oder so. Ich glaube, in einem von diesen Wärterhäuschen, da drin, glaube ich, ist das, ja. Da drin. Okay, es gibt auch noch einen Seiteneingang. Es gibt mehrere Seiteneingänge. Aber ich glaube, dass der Eingang hier hinten ganz okay ist. Also ich werde diese Tür hier reinnehmen, weil die ist unbewacht. Eher von außen als von innen. Ich will natürlich schauen, dass mich niemand sieht. Der von da oben auch noch. Das wäre natürlich ein idealer Eingang, wenn da nicht so viele Leute stehen würden. Okay, der sieht eigentlich nichts. Und der sieht es eigentlich auch nicht. Das ist der einzige, der sieht, ist der hier. Ah ja. So, jetzt probieren wir mal. Aha. Gut. Wir schleusen den jetzt einfach direkt rein. Na klar. Sollte eigentlich keiner sehen, solange ich geduckt bin. Sollte klappen. Gut. Ah, wo bin ich? Gut. Bin schon weg, Sir. Ich glaube, wenn ich mich hier hinstelle, bin ich auf der sicheren Seite. Hier patrouilliert nämlich keiner, deswegen habe ich mir gedacht, das ist ein guter Eingang. Aha. Ich glaube, das ist gut. Bisschen schwierig, aber gut, okay. Mr. Marine? Wie Sie befehlen. Ja? So, er geht mal einer runter. Nicht mit mir. Doch mit dir. So, wir marschieren jetzt einfach rein. Wir werden jetzt nicht das ganze Lager hier ausräuchern. Komm schon, Mensch. Keine Chance, Sir.
glaube, der schnauft vielleicht ein bisschen. Komm schon. Oho. Das ist es. Ja? Okay. Melden uns zurück. Gut ist. So, ihr geht auch rein. Wer ist denn da hinten geblieben? Auf geht's. Nein, der ist noch da. Der Marine, glaube ich, oder? Der ist der Pionier. So, der Bin Pionier. Unterwegs. Gut. Jetzt ist immer der Pionier übrig. Und wenn ich. Hoppla, duck dich lieber. Okay. Der hat einen Hund auch gleich im Rucksack. Aber es funktioniert so. Ich kann jetzt einfach reingehen. Dann kann ich auch mit dem Spion nachziehen und wäre dann schon eigentlich da, wo ich hätte sein müssen und kann dort hoffentlich mal alle töten da drin. Ich töte nicht alle in der Mission, weil es dauert schon lange. Es ist gar nicht so einfach. Wir sind bereit. So, jetzt kommt der Spion noch nach. Ja. Gut. Ja. So, jetzt will ich alle hier nach der Reihe töten. Also der passt. Wer passt auf den hier auf? Niemand, oder? Den mag niemand. Okay. Ach, der sieht hier nicht vorbei. Ja. Oder der vielleicht? Nee. Bin unterwegs. Tausch mal mit dem bitte. Gibt's irgendwas, was du ihm geben könntest, Marine? Der Dieb hat eine Waffe, die er eigentlich gar nicht verwenden kann, stelle ich fest. Ja.